Hallihallo, Hallöchen, grüß Gott, meine Freunde, und willkommen bei einem neuen Video. In diesem Video geht es um alte Videos, genau. Und zwar dachte ich mir, ich habe nämlich gestern auf YouTube ein bisschen rumgestrobert, bin ich, und habe mir dann auf meinem Kanal unter anderem auch alte Videos angesehen, beziehungsweise mir gedacht, solltest du dir vielleicht nochmal angucken. Und das machen wir jetzt hier. Also mache ich natürlich nicht alleine, dann nehme ich euch natürlich mit. Und wo fange ich da natürlich an? Erstmal gucken, ob OBS überhaupt aufnimmt. Das schneide ich raus, denn ich bin professionell. Ja, OBS nimmt auf, wunderbar, glaube ich. Ja, so, und wir fangen natürlich an, ganz unten, am 17.08.2011, 18.45 Uhr. Aber erst gleich. Erstmal erzähle ich ein bisschen was, und zwar ist das ja hier quasi so ein Reacting-Video, Silex Reacting to Old Videos. Eigentlich bin ich nicht so der Fan von diesen Reacting-Videos. Wobei, das ist gelogen, eigentlich schon. Also, wenn es sich dabei um alte Videos handelt, finde ich das immer sehr geil bei YouTubern. Normalerweise machen die das meistens zu irgendeinem Abonnenten-Special. Aber ich mache das einfach so, weil ich das heute Morgen mir dachte, boah, hätte ich mal Bock auf was anderes als Gaming. Weil ich will eigentlich generell mehr auf diesem Kanal von mir, mehr als, oder was anderes auch als nur Gaming bringen. Da wird auch bald was kommen. Seid gespannt. Es wird ein seichter Überschwung sein. Hier in meinem geilen Studio. Und ja, jetzt fangen wir erstmal hier an mit einem auf alte Videos reagieren Video. Ich habe meinen Kanal ja mehrfach neu angefangen und mein Kanal war ja auch quasi eine Neuauflage eines Kanals, den ich davor schon hatte, und zwar der Pixelfil32. Da war ich so um die 11, 12 vielleicht und habe damals Oblivion und so gemacht auf meinem alten Kanal. Jetzt auf dem neuen Kanal, der hieß damals Skeletti LP. Das erste Video kam offensichtlich am 17.08.2011, beziehungsweise das erste richtige Video. Ich weiß nämlich noch, ich habe davor auch ein Video gemacht, das war aber nur, also das heißt gemacht, hochgeladen, das war das Legend of Zelda Theme mit einem Bild im Hintergrund. Habe ich hochgeladen damals und hier man sieht das erste Video, 62 Aufrufe, ja. Da ging es schon ganz schön zur Sache. Okay, wir gucken uns das erstmal an, am 17.08.2011, damals war ich 13. Ja. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Ja, hallo Leute und mal wieder. Oh Gott. Was heißt mal wieder? Ich hab vergessen. Dead Pixel ist jetzt auf einem anderen Die Videoqualität ja, ist auch geil. War ich ja Dead Pixel 2. Jetzt bin ich Skeletti LP. Da es ein kleines Problem gab, habe ich mich kurz an meinen neuen Kanal zu Großer Gott. Ja, und jetzt beginnen wir schon mal ein bisschen vor. Immer noch im Menü. Ich muss sagen, die Audio ist sehr gut abgemischt. Also da habe ich mir sehr viel Mühe mitgegeben. Und allgemein auch die Vorbereitung ist klasse. Ein 7 Minuten 43 Video, damals mit Windows Movie Maker gerendert und mit Fraps aufgenommen, in 27p. Herrgott. So, hier mal angucken. Irgendwas-Dingern, haben natürlich auch verschiedene Laufbahnen, zum Beispiel. Grün verfolgen einen direkt. Nee, die verfolgen einen direkt, ein bisschen höher. Die sind zufällig und diese Schraubendinger, was wir verfolgen kann. Oh mein Gott, ey, das ist schlimm. Ich weiß noch, damals habe ich mir genau gedacht, boah, sie machst du Videos. Und ich war damals, ich war halt 13, war ich halt ein Gronkh-Fanboy, wie die meisten wahrscheinlich in dem Alter. Weshalb auch hier irgendwann dann das Minecraft-Let's Play kam. Und ich dachte mir so, boah, wenn ich jetzt hier das so mache wie Gronkh, dann werde ich bestimmt auch groß. Deshalb habe ich auch so ähnlich kommentiert, bis ich irgendwann auf den Trichter kam, meine eigene Kommentartierweise, genau, zu finden. Hier ist jetzt mein erstes Minecraft-Let's Play. Das muss natürlich sein. Das kam am 21.10.2011. Das heißt, das kam immerhin 2 Monate später. Okay, jetzt haben wir 2 Monate Pause gemacht und dann ging es weiter. Am 21.10.2011. Ich habe hier auch sehr unregelmäßig hochgeladen, sehe ich gerade. Am 21.10., dann am 28.10., also eine ganze Woche später. Dann am 6.11., am 7.11., am 11.11.2011. Oh mein Gott! Am 23.11., am 13.11., also sehr unregelmäßig das Ganze. Wobei hier kam es fast täglich. Ja. Und auch man sieht hier, hin und wieder sind die HD, hin und wieder nicht, aber es steht immer HD im Titel. Und hier das Video ist sogar in 27p und steht trotzdem HD. Okay, ist HD, aber ist nicht Full HD. Das war die Zeit, glaube ich, wo man das noch in den Titel schreiben musste, weil das was Besonderes war. Ich finde damals für 27p sogar gar nicht mal schlecht, aber hier, man sieht 8 Upvotes, 15 Downvotes und 408 Aufrufe. Ich habe das Video nämlich damals
Obala. Gab nämlich damals von Saraza so eine Serie quasi, da hat er kleinere YouTuber promoted und da habe ich mein Video mal hingeschickt gehabt, das war damals aber schon ein bisschen outdated. Sehr professionell übrigens an dieser Stelle. War damals schon outdated, habe ich aber hochgeladen. Und ja, man sieht ja auch ein paar Kommentare. Ich finde das Let's Play auch gut, aber manchmal finde ich, gehst du ein wenig zu sehr auf Details beim Erklären aus. Gehst du ein wenig zu sehr auf die Details beim Erklären aus? Ich weiß gar nicht, warum das so viele Daumen runter hat, also ich finde es eigentlich ganz gut. Warum erklärst du bei deinem Let's Play? Ja, alles klar. Vor 4 Jahren. Da war ich also 14. Yo, ist das ein Trollvideo? Nein! Okay, wir gucken uns das jetzt mal an. Bin sehr gespannt. Hallihallöchen und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ja, ich hab mal beschlossen, nach meinem Let's Test mal ein Let's Play zu machen. Und zwar von meinem absoluten Lieblingsspiel. Minecraft. Ich glaube, dazu brauche ich nicht allzu viel zu sagen. Oh ich glaube, jeder kennt es. Ja, ich werde dazu auch später noch irgendwie Tutorials machen. Ich werde erstmal mit dem normalen Default Pack spielen. Die Auflösung, die ist auch klasse, die schwarzen Ränder. Ich mache mal eine neue Welt. Let's. Mit Apostrophe habe ich mir doch richtig Mühe gegeben. Create New World. Ich sehe mal ein bisschen durch. Oh ja. Welt. Die Welt baut sich ganz langsam auf dahin. Oh ja, damals hatte ich noch einen richtigen Bambusrechner. Mein jetziger Rechner ist zwar auch schon nicht der Hammer, aber er ist noch durchschnittlich. Wenn der damalige Rechner mit Windows Vista und irgendeiner No-Name-Grafik, ich weiß gar nicht, was das für eine Grafikkarte war. Ich hatte mit diesem PC, den hast du, glaube ich, für 500 Euro, das war, glaube ich, mein erster PC. Den habe ich noch, beziehungsweise den benutzt mittlerweile meine Mutter, weil für ihre Zwecke ist der absolut ausreichend. In Minecraft kann man alles kaputt machen. Fällt das machen wegen Zug. Und da, der war ziemlich schlecht. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, komm, kaufst dir mal eine neue Grafikkarte. Habe ich dann auch gemacht. Habe mir also von AMD eine 200 Euro Grafikkarte gekauft. Die hat es natürlich nur bedingt verbessert. Aber man sieht hier vielleicht, dass es alles ein bisschen sehr laggy war. Aber ich war halt damals, wie gesagt, 13 oder 14 oder so. Und da hatte ich halt noch nicht so die großen finanziellen Ressourcen, um mir einen vernünftigen Rechner zu holen. Und jetzt ist es ja so, dass ich jetzt ja kurz davor stehe, wir stehen ja kurz vorm Umzug. Und bei dem Umzug hole ich mir dann auch einen neuen Rechner. Und da will ich so ungefähr 2000 Euro für ausgeben. Weil ich zocke halt schon sehr viel. Meine großen Hobbys, Zocken, Sport und Feuerwehr. Gut, müssen ja, die sind natürlich alle relativ teuer. Aber Zocken ist, glaube ich, mit am teuersten. Und sicher noch den Link-Skin. Ich finde persönlich, dass es ein sehr schöner Ort ist, um ein Haus zu bauen hier. Ja. Oder was haben wir denn da hinten noch? Hier sind auf jeden Fall schon mal Blümchen, das ist doch schon mal schön. Blümchen! Blümlein, nur Blümlein. Ah, okay, hier ist ein größerer See. Aber man muss sagen, ich war nie in Videos übermäßig schüchtern. Also ich habe immer in Videos relativ viel gesammelt, weil ich mir schon immer eigentlich dachte, dass das der Key ist. Sammeln ist Key, Bros. Weil ich dachte mir so, wenn du nicht sammelst, ist es halt langweilig. Hier und spielt er doch ganz gerne unglaublich viel Scheiße labern auf einmal. War schon immer eine meiner großen Stärken. Und da kann ich natürlich auf YouTube super ausleben. Deswegen habe ich schon immer viel gesammelt. Oh, Herr Himmel. Oh, Holz abbauen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, meine Videos ein bisschen zu improven. Warte mal. Moment. Hier, 1.9 und Texturen. Es gab da nämlich ein Texture Pack. 22 Aufrufe. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, zu Let's Play hallo Minecraft. Und herzlich willkommen ja, zurück. Ja, ist schon einige Zeit her, dass ich das letzte Mal ja. Ich weiß gar nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Ach ja, genau, wir haben uns hier oben hier eingeladen. Ich weiß gar nicht, was für ja, ja, oh Gott, ey, das ist. Vielleicht auch schon aufgefallen. Auf den Wunsch eines Zuschauers habe ich jetzt auch Texturen. Und alte Türen sind in Minecraft. Oh! Was ist denn hier los? Ja, das Texture Pack brauchen wir uns jetzt nicht groß weit anzugucken. Eine Folge, wo ist er denn? Da! Auf in die Schlacht! Huh.
Diese Folge ist legendär, aber diese Folge wird heute noch in der Schule, beziehungsweise in der Schule bin ich ja nicht mehr, aber in meinem Schulfreundeskreis diskutiert. Hat auch 48 Aufrufe dementsprechend. Ist relativ viel für meine Verhältnisse. Und zwar war in dieser Folge ging es darum, ich hatte vor, in die Mine runterzugehen und zu kämpfen, weil er ein Zombie war. Und deshalb habe ich die Folge Auf in die Schlacht genannt. Was dann passiert ist, könnt ihr euch Hallöchen. Selber angucken. Moment, ich suche mal kurz die Stelle. Erstmal um. What? Internet ist gerade ein bisschen nicht vorhanden. Das ist momentan einfach mein Lieblings-Texture-Pack, deswegen... Ja, krank war ich da. Unser Haus! Ja. Ja. Ein ah, Minecraft ist abgestürzt. So, cool. Hier war der coole Garten. Oh mein Gott, ich brauche ein Beat. Nein, aber geht gerade nicht. Was brauche ich? Du sollst nicht schmelzen. Vom Schmelzen, was sollst du? Wo geht's denn jetzt hier los? Ich will sehen, wo es losgeht. Was war denn hier nochmal? Ach ja, unsere Grube. Ach ja. Ja, ja. Ja, ja, die Grube. Ich erinnere mich. Oh Gott, ey. Was ist denn hier nur los? So, wo geht's denn los mit Auf in die Schlacht? Wo ist denn jetzt hier die Schlacht? Ich will das sehen! Der wichtige Punkt. Nachdem die ganze Folge benannt ist. Mein riesengroßes Hups! Ein riesengroßes Feld! Wenn erstmal, ich nehme mal das mit und ich oh ja, ich glaube, es geht los. Unser Loch und dann. Preparation. Es geht los, Freunde! Und dann gehe ich mal wieder runter in unser Loch und dann. Nein, noch nicht. Wir schießen wahrscheinlich gleich viel. Ja. Auf in die Schlacht und ich werde einfach weitergebuddelt, ganz normal. Da aber? Oh, ein Kopf für so Zombie, nein! Nein! T-Anger-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 T-Was? Anger-T? Oh, ich fand, das war ein Templar-Skin. Ein Templar-Orden. Der war cool. Cholera. Ja. Hab ich gerade gesungen? Kohle. War die Kohle. Was ist denn das jetzt? Ich will jetzt den Auf in die Schlacht. Auf in die Schlachtstelle sehen, damit wir nämlich zum nächsten. Oh! Jetzt aber mal schnell. Preparation! Preparation! Eine Lederrüstung. Ja. Und dann. Auf in die Schlacht! Lam, dam, 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 Oh! Ich hab meine Leder verloren schon mal. Macht gar keinen Sinn. Dadam, dam, dadam, dadam. Alles richtig positionieren und auf in die Schlacht! Auf in die Schlacht! Ja. Und dann... auf in die Schlacht! Das war die Stelle! Das war die Stelle! Das war die Stelle, über die ich... in die Schlacht! So, jetzt ja, auf in die Schlacht! Dann, na, warte. Auf in die Schlacht. Lam, da, dam, dam, da, dam, dam, okay, okay. Dam, 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 diese Stelle, das ist so toll. Da werde ich noch bis heute drauf angesprochen, ne? Oh, ich habe auf meinem Bildschirm gerotzt. so, wir verlassen jetzt, glaube ich, mal Minecraft. Ich glaube, es gibt noch eine Folge, da habe ich krasse Skills gehabt. Oh, da haben meine Infovideos angefangen. Die irgendwie einmal wöchentlich kamen. Weil ich hatte damals den Anspruch, wöchentlich mindestens ein Video zu bringen. Panorama normaler. Oh, diese Titelfindung, Alter, leck mich doch am Arsch. Die Höhle, endlich geht es weiter. Nach 3 Monaten Verspätung habe ich ihn dazu meine Entschuldigung gesagt. Wahrscheinlich fängt die Folge wieder an mit Ja. Nein. Zum Eisen. Hä? Das war dieselbe Aufnahmesession. Warum habe ich nicht einfach weiter hochgeladen? Ich weiß es nicht. Oh, Kerbal Space Program, meine Starts. Oh, da habe ich mal richtig Editing Skills für mich rausgehauen. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Oh, diese Editing Skills mit 4:3 Auflösung. Und hat Musik. Oh Gott. Ja, damals habe ich nämlich mal was ausprobiert und zwar ein anderes Spiel als Minecraft. Das war, glaube ich, das erste Mal. Also mit Geometry Wars.
Und da habe ich, Kirby Space Program habe ich damals auch sehr viel gespielt. Müsste ich eigentlich mal wieder reingucken. Und ich, und ich war nie gut in dem Spiel, weil mir das irgendwie zu stressig war. Deswegen habe ich dann hier so Fehlstarts. Fehlstarts immer gehabt, das habe ich dann aufgenommen und da ist dann das draus geworden. Krasse Musik hintergelegt und alles zusammengeschnitten. Das war damals schon krass, krasse Editing Skills. Damals habe ich so eine Musik gehört. Heute nicht mehr. Ja. Ja, Kirby Space Program. Krasse Editing Skills. Die ersten Häuser. Suit up, genau. Die Folge habe ich mich eben gesucht. Boah, wie viel Minecraft. Ne, eine kleine Tanzeinlage war, glaube ich, das. Suit up, das war nämlich die Folge, wo ich mir einen neuen Skin geholt hatte. Und irgendwann bin ich dann. War das doch hier die Folge? Million Chicks are single, three-piece suits. Genau, hier habe ich nämlich dann krasse Musik angemacht. Warum ist das hier eine kleine Tanzanlage? I don't know. Mother Shark, fit her with a lollipop. Nothing suits me like a suit. Ja, damals habe ich nämlich da diesen Skin da gehabt. Man sieht es jetzt hier. Ich habe sogar zweimal gemacht. Ja, da habe ich nämlich einen Anzugskin und da dachte ich mir so, wow, machst mal ein bisschen das Unterhaltungslevel deiner Videos hoch. Und legst da, das war ja was richtig, und da legst du da was rein. So, jetzt gucken wir uns mal das erste Infovideo an. Da habe ich ja viele von gemacht. Man sieht es hier am 6.1., dann am 2.11., am 11.11., am... Das war ein Jahr später schon. Oh mein Gott, ich habe in einem Jahr also nicht mal eines der Videos hochgeladen. Dann noch mehr Infovideos und da fängt ja das Skyrim Let's Play an. Wo ich mit sehr vielen Problemen zu kämpfen hatte. Jetzt gucken wir uns erstmal das erste Skledi LP Infovideo an. Jo Leute, was geht? Skledi LP ist hier. Jo Leute, was und geht? Und jetzt erstmal ein kleines Infovideo. Und zwar, ja, ich habe mit einem Freund, einem Genossen, einem Kameraden, wie auch immer man das nennen möchte, einen Kanal gemacht. Der heißt Skyadi. Links zu dem Kanal ist in der Videobeschreibung. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch diesen Kanal euch mal anguckt, abonniert, favorisiert, die Videos liked, was weiß ich. Ja. Und zu jetzt zurück zu Skeletti LP. Videos werden künftig auch noch erscheinen. Ich werde mich jetzt also nicht nur auf den neuen Kanal konzentrieren, es wird also mit Skyrim weitergehen unter anderem. Minecraft wahrscheinlich auch. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die von den NPCs gebauten Häuser einfach abzubauen und die Ressourcen im Inventar zu lagern offscreen. Und ja, dann sehen wir uns, hören uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Skyadi, das war was. Ich habe damals mit dem Jan, Grüße geht raus, Skyadi gemacht. Das war sogar echt cool. Wir wollten letztens sogar nochmal neu anfangen, haben also schon ein Studio gebaut in Minecraft. Und hier haben wir so Sachen gemacht wie Dimitri Comedy Club und Skyadi TV und wir haben sogar 5 Abonnenten gehabt. Hier ist das Skyadi Informationsvideo, da wird das vorgestellt. Das ist ja auch ein altes Video von mir, also kann man das ja auch machen, ne? Oh, hier diese schönen Streifen mit Sony Vegas zusammen, mit Camtasia Studio editiert. 52 Aufrufe, leck mich doch. Hallo und herzlich willkommen auf unserem neuen Kanal. Mein Name ist Skeletti. Und meiner ist Jan. Und zusammen mit unserer Zahnpilz-Kuh Dimitris. Dead Editing Skills, oh mein Gott! Habt ihr das gesehen, Freunde? Diese Editing Skills! Scheiße! Sind wir? Skyadi! Wir sind ein Minecraft-TV-Programm. Oh mein Gott, das war... Euch immer die neuesten. Hier, Skyadi TV Folge 1. Thank you.
Willkommen zu den 5:30 News. Heute haben wir unter anderem eine neue Spezies entdeckt, Forscher entdeckten neue Tierart im Dschungel. Ja, wir hatten hier, nämlich in Skiadi TV mehrere Sachen. Wir hatten einmal die normalen News, das war das hier, mit Interviews, die ich euch an dieser Stelle nicht zeige, weil die sind so unbeschreiblich peinlich. Ich habe nämlich diesen Wissenschaftler vertont. Und dann habe ich genau so gesprochen. Das war, eine schlechte Idee. Und weitere Interviews, dann geht's hier nochmal zurück zu den News, da wird dann ein bisschen wieder erzählt. Und dann sind wir jetzt hier in der Wüste, das sieht so N24-mäßig aus. In diesem kleinen, bescheidenen Dorf im Süden Ägyptens zugeschlagen. Die Ernte ist verwüstet von der Trockenheit. Die Trockenheit, hier habe ich nochmal ein Interview gesehen. Was? Was? Ich versuche den Paten nachzumachen. Der Interview hier und dann gibt's noch ein Interview mit dem Schmied. Und dann sind wir hier wieder zurück im Studio. Und jetzt geht's zu Kurt Ironman Irons mit dem Sport. Wir zum Sport mit Kurt Ironman Iron. Hab ich dann gemacht. Also nicht die Musik, sondern den Sport. Ich war Kurt Ironman Irons. Herzlich willkommen zu SportsCenter. SportsCenter, genau. Und hier gab es dann sogar diese Sache, haben wir mit Clay Soldiers Meisterschaften abgehalten und dann sollte irgendwann ein Meister rauskommen, das wäre dann in Folge 3 passiert, aber soweit ist es nie gekommen. So sah das dann aus, wir haben mir diese Arena gebaut und hier mit den Clay Soldiers und die haben dann einfach gegeneinander gekämpft, das war irgendwie ganz cool. Haben wir dann so als Sport gemacht. Da gab's, hat den meisten Teil der Serie, glaube ich, das hat er, glaube ich, eingenommen. Ich habe das geschnitten damals mit Camtasia Studio, das war für mich schon eine Sonderleistung, sowas zu schneiden. Eigentlich würde ich sowas heute gerne nochmal machen. Und dann gab's die Börse von Jan. Börse. Natürlich, von Jan. Der Wirtschaftsheini. Die mit der Wachstumsstrategie. Danke, Kurt. Wir sind hier heute bei der Börse. Winner dagegen. Ja, genau, hat der Jan damals diese geile, gemacht und so. Ich dachte, der Börse war aber auch Ende. Ja, nach der Börse war Ende. Und mehr als gleichzeitig von Skiadi könnt ihr ja reingucken. Und hier gab's jetzt dann, glaube ich, das erste richtige Infovideo. Infovideo 2. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Meine Mutter wollte gleich irgendwann wiederkommen. Und dann nicht, dass die dann ins Video platzt. Müsste ich schneiden. Oh ja, mein geiles Intro damals. Ja, also willkommen zu einem Video und zwar zu einem neuen Informationsvideo. Diesmal etwas mehr auf meinem Kanal fixiert als beim letzten Mal. Nahu-Logo! Und ja, erstmal was Allgemeines vorweg, diese Informationsvideos werden jetzt öfters kommen. Und zwar werde ich jeden Freitagnachmittag eins aufnehmen, wann ich hochlade, wird dann noch geguckt. Ja. So, also zuerst mal zu den geplanten Projekten. Mich haben viele Leute gefragt, ob ich denn neue Projekte mache, weil, ja. Ne? Neue Projekte. Da hab ich da mit PowerPoint hier diese geilen Infovideos gemacht. Geplante Projekte, der Herr der Ringe Online. Ja. Skype, geil. Pausierte Projekte, wirklich Minecraft. Sonstiges, Kanaldesign. Eigentlich fand ich die Infovideos ganz cool. Das Problem an der ganzen Geschichte war, dass die halt qualitativ unter aller Sau sind, weil irgendwie habe ich damals das Bedürfnis gehabt, alles in 4:3 zu machen. Das Kanaldesign und das. Und gleich gab's noch die geile Endcard. Wer nett, wenn ihr das tun könntet. Die geile Endcard in 3, 2, 1. Und jetzt viel Spaß noch auf YouTube oder beim Zocken. Wünscht euch Skeletti LP. Ja. Da, da, da. Die geile Endcard. Ja. Skeletti LP. 2012 immer noch. Da fing jetzt das, Skyrim Let's Play an. Ich glaube mit Hardcuts. Aber da hast du aber Traps aufgenommen, da hat er immer die Teile automatisch irgendwann gecuttet und ich habe das versucht auf eine Länge zu bringen, immer deswegen ziemlich hardcuttig. Und dann reichen diese 12 Pfeile eigentlich. LOL! 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 Das ist natürlich qualitativ hochwertiges Commentary. Frame. Oh Gott, das tut ja weh.
Also Skyrim war damals, hat mir sehr große technische Probleme verursacht. Also ich hatte damals ja nochmal ein ziemlich schlechtes Bild, ne? PC. Man sieht's. Bei meiner Ehre schwöre ich Kaiser Titus. Dann habe ich das Spiel auf geringster Grafik gespielt. Da war das trotzdem irgendwie nur so 20 FPS. Aber ich wollte trotzdem aufnehmen, weil ich wollte Skyrim machen für den Kanal. 2012, das war glaube ich das Jahr, wo es rauskam. Ne, 2011 kam es glaube ich raus. Ich habe das Spiel damals bekommen, das weiß ich noch genau. Weil ich hatte damals irgendeine Untersuchung beim Zahnarzt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Was habe ich dann danach? Skyrim geschenkt bekommen. Fand ich cool. Nee, gar nicht. Ich hatte eine Operation am Fuß. Und danach, weil ich danach nichts machen konnte, wirklich, habe ich dann das Spiel geschenkt bekommen. Als hätte ich damals mit 14 irgendwas anderes gemacht, als zu zocken. Ganz ehrlich, ich war damals der größte Zocker, Suchti und überhaupt ein ziemlicher Spongo. Andere Musik. Bam, bam. Ja, Moinsen, Kameraden. Ich, Moinsen, Kameraden. Ich wollte nur mal das Infovideo jetzt hier machen. Also das ist jetzt hier halt das Infovideo und die Infos. Nein! Es gibt keine Info, es gibt keine neuen Projekte, keine gestoppten, nichts passiert. Das ist ja spannend, sehr informativ. Keine Veränderungen an den Projekten, es gibt nichts über YouTuber zu sagen, außer vielleicht einmal, Entschuldigung, die letzte Woche kam wieder nichts, aber dafür kam ja am Wochenende, kam ja reichlich Videomaterial. Okay, ja. Ne? So, hier haben wir noch ein Infovideo, noch mehr Infovideos und das Weihnachtsspezial, oh mein Gott! Da hatte ich damals ein Gedicht geschrieben für Weihnachten 2012. Oh. Servus, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Skelleje bis hier. Und jetzt das gibt es ist das kleine Info-Weihnachtsvideo. Infovideo gibt es nicht. Es gibt also nichts zu berichten. Das heißt einfach nur ein Weihnachtsvideo. Die Audioqualität ist auch überragend. Meinerseits. Danke. Ja, ich habe hier ein kleines Gedicht. Das ist ja so. Vorweg! Ich habe damals, wie alt war ich, wahrscheinlich 15, immer noch 14, hab ich noch sehr viel mit einem Freund zu tun gehabt, der halt sehr arrogant war. Diese unglaubliche Arroganz hat abgefärbt, aber nicht in der Form, dass ich selbstbewusster wurde, weil ich war damals überhaupt nicht selbstbewusst, vor allem nicht in echt. Aber trotzdem hat das dazu geführt, dass ich im Internet unfassbar arrogant wurde und dazu kam noch, dass ich Edotrix geguckt habe, was mich auch noch mehr arrogant hat werden lassen und ich habe mich sehr cool gefühlt. Daher auch das folgende Video mit dem folgenden Gedicht. Die Zeit der Gedichte. Weihnachten. Ja, und ich werde das jetzt mal vorlesen. Es wird furchtbar. Für wen haltet ihr mich, dass ich ein Gedicht lese? Da leg ich mich doch lieber auf die Gleise. Es mag zwar die Zeit der Gedichte sein, aber Gedichte tunk ich lieber ins Klo hinein. Frohe Weihnachten wünsche ich euch trotzdem, macht es euch unterm Tannenbaum bequem. Es gab nun mal jetzt kein Weihnachtsspezial, sowas gibt's auf YouTube eh schon zigmal. Viel Spaß jetzt noch beim Weiterzocken, das Gedicht, das haut mich echt aus den Socken. Euch auch? Aha. Das war ein tolles Gedicht, oder? Findet ihr nicht auch? Ja. Ich habe ewig gebraucht, am Anfang ein Gedicht auf Schreiben zu finden. Oder so. Und hier habe ich mir damals zu Weihnachten, habe ich bekommen, eine Roxio Game Capture. Das ist so ziemlich das qualitativ minderwertigste, was es gibt, um von der Konsole aufzunehmen. Aber ich habe damit trotzdem auf der PS3 aufgenommen, weil ich wollte eigentlich Battlefield auf der PS3 Let's Playen und Far Cry. Moment. Und das dass halt alle so Kugeln aus der Schrotflinte einfach exakt gerade geflogen sind. Und ich habe im Nachhinein, ich habe das nachvertont damals. Gegen Noobtuber. Und ich habe mich damals beispielsweise das Raketenwerfer, also. Beziehungsweise genauer gesagt über die Community von Call of Duty ausgelassen. Und ich hatte hier in Far Cry im Level-Editor, den ich sehr cool fand und immer noch finde eigentlich. Müssen wir mal wieder reingucken. Ich finde das ja gar nicht mehr, weil ich meine PS3 abgebaut habe. Habe mich sehr über die Call of Duty Community ausgelassen. Und hab mich damals mit Battlefield, ich war ja Battlefield-Spieler, für den ultimativen Shit auf Realismus das gehalten. Ist so. Die wollen einfach nur Geld machen mit dem Spiel. Ja, ich war halt ne 14 und hab mich für den größten Ficker gehalten, deswegen erstmal über sowas reden. Als die anderen Spieler. Also auf gut Deutsch. Als guter Spieler mit gutem Internet, sieht man da. Ja, das war halt, ne.
Was soll ich jetzt noch groß sagen? Also ich habe halt damals mir eigentlich die Hoffnung gemacht, ich könnte Konsolen-Let's Plays machen. Habe mir dann damals die Roxio für 70 oder 50 Euro kaufen lassen zu Weihnachten und ja, da ist halt bei rausgekommen. Mein meistgeklicktes Video, Let's Test Kurier Service Simulation. Warum auch immer? Keine Ahnung. Gucken wir uns das mal an. Hallo und herzlich willkommen bei Kurier Service die Simulation. Eine kurze Anleitung. Mit Spiel starten können Sie sofort loslegen. Unter Einstellungen können Sie Grafik und Steuerung an Ihre Bedürfnisse anpassen. Highscore seid ihr die besten Liste. Viel Spaß. Okay. Ich hab mir damals ein bisschen, ich habe immer sehr viel bei YouTubern abgeguckt damals. Das muss schon ein Sport sein. Und da habe ich, als ich mit diesen ganzen Simulatoren angefangen habe und so, mir ein bisschen Beispiel genommen an Alle 4 Games, weil er auch sehr viele Simulatoren gemacht hat und diese kommentiert hat. Und da habe ich mir dann ein Beispiel dran genommen. Und dieses Spiel war der Shit, das habe ich mir damals mal kaufen lassen bei Saturn in Köln oder so war ich da, glaube ich. Das habe ich mir, glaube ich, ein Geschenk bekommen, keine Ahnung, habe das dann gespielt. So, jetzt müssen wir doch einmal richtig Gas geben und bei den Blitzer ärgern. Ja, das könnte wirklich als Rennspiel durchgehen. Ja, meine kommentatorischen Künste damals waren halt der Hammer. Also ich wieder trotzdem mehr Aufrufe als alle anderen. Und ich frage mich warum. So, und jetzt wieder rückwärts fahren hier. Was wir uns jetzt angucken ist Let's Test Euro Truck Simulator, weil das Spiel finde ich nämlich gar nicht schlecht. Und der Fahrsimulator, das ist eine pure Blamage, dieses Spiel, weil da habe ich am Ende. Bin ich gespielt ausgerastet. Also ich habe das Spiel wirklich abgefuckt. Aber dann bin ich dann gespielt ausgerastet. Servus Leute. Ich hoffe euch geht's gut. Es geht hier ein Euro Truck wieder da. Auch damals mit niedrigster Grafik gespielt. Hast du einmal erstmal genug. Aber halt getestet, ne? Also Let's Test. So. Es gab auch später ein Infovideo zu meiner Let's Test Revolution. Ich habe nämlich damals, glaube ich, Let's Test. Ich habe die Spieler anhand von den sogenannten Käsepunkten bewertet. Okay. Das ist ein Insider, der kam zustande, als ich mit Philipp. Ein Freund von mir, damals Medien 2 gespielt habe und da gab es immer diese EP-Kühlchen, die so rumflogen. Und irgendwie haben wir die Käsepunkte genannt. Ich weiß nicht warum. Und danach habe ich dann auf jeden Fall die Spiele bewertet. Ja. Hallo, servus Leute. Sletty ist hier im nächsten Let's Test. Ja, servus Leute. Sletty LP ist hier mit dem nächsten Let's Test. Und zwar jetzt nach dem EU Truck Simulator und nach dem Kurier Service Simulator. Mit dem Fahrsimulator. Simulator. Das war der Fahrsimulator. Auch ein ganz tolles Spiel. Wo war das denn, wo ich gespielt ausgerastet bin? Ich glaube hier so irgendwo. Kommentatoren, Künstler. Dann hat dieser, ich sag hallo, fährst du mal bitte los? Waren noch nie gemacht und es war noch nie so realistisch. Oh mein Gott. Ey, diese Kommentatoren. Ich das ganz ignoriert habe. Glaubst du, ich mach das aus Versehen oder was? Harter Boy. Ja, es ist sehr detailgetreu, muss ich schon sagen. Okay, wollen wir mal zum Fazit kommen. Jetzt geht's los. Die Musik ist schlecht. Es gibt wenig Missionen. Die sind auch noch sehr schlecht gemacht. Die Steuerung ist der absolute Müll. Die Kameraführung ist schlecht. Habe ich schon erwähnt, dass die Grafik schlecht ist. Ist sehr undetailliert. Für 2008 oder so. Ja, es ist nicht wirklich eine Simulation. Von innen ist das Auto, naja, es geht ganz besser, okay. Aber es ist akzeptabel dafür dann. Also im Verhältnis mit dem Rest des Spiels ist der Innenraum des Autos noch ganz in Ordnung. Die Autos haben eine unrealistische Geschwindigkeit, wie man eben beim Krankenwagen gesehen hat. Rettungswagen. Die Steuerung ist wie gesagt der letzte Müll. Zum Sounden und zur Kamera. Was soll das? Ja, das wollen wir ja gar nichts sagen, ne? Oh Gott. Auch nicht zu den Lichteffekten. Sand. Einfach so unglaublich schlecht, dieses Spiel. Also das tun wir uns gar nicht weiter an. Irgendwann bin ich schon richtig ausgerastet und rumgeschrien. Das tun wir uns aber nicht an. Aus Gründen. Oh, Mass Effect 3 habe ich hier gemacht. Das war 2013 am Anfang.
Anfang 2013, da habe ich mit Devi, da habe ich eben den Kanal von aufgemacht, da muss ich ein bisschen lachen, Mass Effect 3 zusammen gespielt. Servus Leute, ich hoffe euch geht's gut, Skeletti LP ist hier. Mit einem neuen Let's Play, Mass Effect 3. Oh ja, Tatsache. Und zwar nicht den Einzelspieler, sondern den Multiplayer. Tatsache! Und spannend. Zum Beispiel den Experten. Irgendwie mal vorspringen. Charaktererstellung, ja. So. Wie lange sitze ich in deinem scheiß Charakter rum? Ich hab mal eine andere Waffe benutzen. Das war übrigens der Freund, der ein bisschen arrogant ist. Okay! Von dem das ein bisschen abging. Prügler finde ich, der Taste, dann geht's schneller. Da ist nämlich keinen, der dich reanimiert. Hinten. Das ist die Frage, wie mach ich Fähigkeiten? Shift gedrückt halt, wie genau. Cool. Was ist das? Was ist das? Was ist das, Bruder? Ja. Was ist das? Oh ne, Mass Effect will ich mir gar nicht weiter antun. Eigentlich suche ich hier, Nessias Svitur. Hab ich davon zwei gemacht? Servus Leute, Skeletti LP ist hier mit einem neuen Let's Test. Aber nicht von einem Simulator, Servus, Leute, sondern von hier Star Wars Republic. Für ein Video. Das ist ein MMORPG. Warum? Warum hab ich das gemacht? Oh, Svitur, ja. Also ich muss mal sagen, das Spiel ist eigentlich ganz geil gemacht. Vor allem dieses mit dem Mass Effect, das gefällt mir schon sehr. Das Sprechsystem. Was haben wir hier? Achso. Springen. Das Spiel war echt eigentlich ganz cool. Das habe ich damals mit einem Freund gespielt irgendwann. Aber da meinte der irgendwann, dass ihm das zu pay-to-win-mäßig sei. Was mir immer noch egal ist. Nach wie vor. Und dann haben wir das nicht weiter gespielt. Ich dann auch nicht, weil ich habe keine Lust, das alleine zu spielen. Ja. Ja. Quasi als Ersatz für Minecraft, denn es ist leider so, ich musste meinen PC neu aufsetzen, weil er Bugs hatte. Und ich habe wirklich vergessen, es tut mir wirklich unfassbar leid, die Minecraft-Welten zu überziehen. Das heißt, es ja, das ist wahr, wirklich. So, hier kam noch ein bisschen Skyrim. Aber Skyrim haben wir ja schon gesehen, Let's Test Star Conflict vom 4.5.2013. Das war also kurz bevor ich 15 wurde. Das war mein letztes Video unter am Skeletti-LP. Hallihallöchen und herzlich willkommen bei Let's Test Star Conflict, ja. Ich bin nicht hier. Okay, und jetzt geht's hier los. Das war, glaube ich, sogar ganz cool. Das war so ein bisschen World of Tanks-mäßig, nur im Raum. Im Weltall. Jetzt sind wir hier. Was sollen wir jetzt tun? Also, die Steuerung. Das war, wie gesagt, mein letztes Video auf Skeletti-LP. Da habe ich dann irgendwie und Lust 50. Ich weiß gar nicht mehr, woran das lag. Ich weiß, also Action Wheel ist hier auf jeden Fall richtig. Da kommen wir auch gleich noch zu. Das ist absolut geil. Also das war jetzt quasi hier Skeletti-LP in a nutshell. Ein paar Videos geguckt. Das war mein erster Versuch, auf YouTube groß zu werden. Mein zweiter Versuch war dann Wurstwaren GmbH. Das hat am 21.09.2014 angefangen.